Da geht's einem wohl auf, ne? Geht's einem wohl auf. Ich sage, wenn man in einer Gruppe ist, ne? Homogenes Leben. Aber wenn man so als alleiniger Klotz umher schnupfelt, ja? Dann ist man traurig. Einsamkeit ist ja die Teddywurst der Fleischtheke. Na, das merkt man doch dann, ne? Wenn es so ein bisschen in der Stimmung erhält wird. Das meine ich eigentlich, ne? Da geht's auch schon los. Nichts gekonnt, viel gelacht, ne? Und dann haben wir Samensalat. Und da sitzen wir, wie so ein scheiß Balsamico-Dressig, ne? Ende 30, Anfang 40, ist doch egal, in dem Staat, welcher Staat eigentlich, oder? Das ist alles so ein kommunhaftes Wirrwarr. Design und Kunst und Studium. Ausschlafen, wichsen, essen, ins Bett gehen, ist doch alles dieselbe Scheiße, so eine auf, so eine runter. Ja? Und dann ja, applaudiert der Keck. Machen die Lämmer. Leute, like, gefällt mir, Daumen hoch, angeklickt, ja, ist super hier auch, ne? Ja, yeah. Ich finde es schön hier, so von der Atmo. Ja, klaro, ey, so Entspannung, so Lifestyle, so urban, so City Highlife. Hallo. Ja, das mag ich. Und da ziehen die alle in Prenzlberg, die Vollpfosten. Ja. Hi. Was ist da für eine Unwucht auf so einen Roller zwängt? Aber die machen's hier, weil die auch mal gern leben. Die Vernissage ist nur der Anfang. Das ist falsch. Wenn die Leute sich das mal wenigstens irgendwie mal, ne? Verinnerlichen, mal ein Moodboard machen mit einem schönen Lettering. Hier, wie beim Pferd. Wo sie nichts sehen. Und dann steht man hier, Endstation. Dann geht's plötzlich nicht mehr weiter. Und dann wohnt man so im Abseits, ne? Gelinde gesagt. Du. Dann wundern sich die Leute, das ist so, dass man für 5 Euro Popel frisst. Da ist er noch, ist er wahr. Utopie! Ich würde gerne mal Antilope essen. Ja, und ich sage das. Und in Deutschland wird einem ja vorgeworfen, man darf sowas nicht sagen. Das kann man hier direkt mal sagen, ne? Ahmadinejad, ein Fall für die Burka. Na?